Okay, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War, Chains of Olympus. Ich spiele es wieder mit dem PS3-Controller, weil einfach mich die Technik fickt. Ich verstehe es nicht. Ich konnte wieder nichts auswählen, als ich eben im PS5-Controller Dinge getan habe. Im Menü ja, beim Spiel wieder nicht. Es ist alles so merkwürdig. Ich habe ja auch kein Problem damit, mit dem PS3-Controller zu spielen, aber wenn dann wieder die Quicktime-Events kommen und einfach nicht richtig funktionieren wollen, dann, naja. Vor allem dann, wenn halt ich den Stick schnell im Kreis drehen muss. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwann. Ich brauche eigentlich nichts, deswegen werde ich es auch einfach mal nicht anfassen da. Genau, jetzt können wir den nämlich endlich mal hier wegmachen, den dummen Sack hier. Und am besten natürlich, mit dem Durchschlitzen. Ja, das, na, ja, wie funktioniert das? Okay. So. Jetzt können wir auch endlich hier rein. Es geht jetzt wieder los hier, ne? Ja, irgendwas scheint da kaputt zu sein. Irgendwas scheint bei dem Stick nicht zu funktionieren. Oder muss ich vielleicht einfach langsamer drehen? Und... Nein. Ey, das ist doch wieder todesdämlich. Was ist das denn? Warum funktioniert diese Scheiße denn nicht? Ich raff das nicht. Wirklich, ich... Dreh die Scheiße halt so fett schnell. Das kann es ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Oh. Weißt du, was ich mal mache? Ich hole mal meinen Original PS3-Controller einen Moment. So. Ja, dann spiele ich jetzt mal kurz mit dem Original-Controller. Guck mal, es funktioniert. Krass. Das Problem ist, ich kann nicht nach rechts laufen. Beziehungsweise nicht so gut. Weil der da so einen toten Winkel hat. Naja, wir probieren es mal ein bisschen. Ne? Boah, ist das alles anstrengend, ey. Wirklich. Einfach mal komplett funktionierende PS3-Controller haben. Das wäre halt mal so ein Träumchen. Ja, da wurde ich halt echt weggescammt tatsächlich. Ich habe mir extra einen neuen gekauft. Ich wollte extra einen Original-Controller, weil ich weiß, dass Third-Party-Controller immer scheiße sind. Aber da wurde ich echt weggescammt. Das ist nämlich kein Original-Controller. Ich habe das schon gleich erkannt an der Schrift, die so ein bisschen komisch aussah. Das ist einfach ein Fake. Der funktioniert zwar, aber er funktioniert halt nicht scheinbar so, wie er soll. Das fuckt mich auch maximal ab. Weil ich hier rumzucke manchmal, ne? Ich würde ja mit dem PS5-Controller spielen, aber das scheint ja irgendwie nur so halb zu funktionieren. Es ist so dämlich. Ha! So ist das so kaputt geht. Pech mit euch. Jedenfalls viel, Alter. Ich bin begeistert. Na gut, das sieht mir nach irgendeinem großen Rätsel aus. Schauen wir mal. Erstmal ein bisschen Sahne hier holen. Geil. Wie viel kostet es eigentlich zu upgraden hier? 4850. Ich würde erstmal wahrscheinlich komplett auf meine Blades wieder gehen. So wie ich es auch in Teil 2 gemacht habe. Kommt zwar vielleicht auch noch eine neue Waffe, aber naja. Wird schon irgendwie funktionieren. So, was muss ich denn hier jetzt machen? Also über den Hebel hinter. Oh, wir können was lesen. The Temple of Helios. The Temple of Helios sits atop the sun chariot and is home to the sun god Helios, drawn across the skies by
Fire Seeds. It rises every day from the east and sets in the west, where it rests until the new dawn. Mhm. Die Sonne. Wo gehen wir jetzt als erstes hin, ist die Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal dahin, wo kein Speierpunkt ist. Weil das, wenn was optional ist, dann eher der. Aber ich denke, wir müssen sowieso in beide rein. Was nervt so, dass ich nicht nach rechts laufen kann und der so rumzuckt. Ich kann das alles nicht mehr. Hi. Nett. In der Mitte durchgetrennt. Nachschub! Ups, das wollte ich nicht. Aber war ja nicht schlimm. Na gut. Ich hasse es, Truhen offen stehen zu lassen. Das bringt halt nichts, ne? Naja. Okay, ja. Brrr. Alles klar. Dann muss ich jetzt in die andere Tür. Dann habe ich ja erstmal alles richtig gemacht. Das ist doch schön. Das ist ein schönes Gefühl, ausnahmsweise auch mal was richtig zu machen. Im Leben. Passiert ja auch nicht so häufig. Du musst sterben, weil ich wieder deine Orbs haben, bitte. Das sind zwar nicht viele, aber 10 Stück immerhin. Was war das? Hey, zack, zack. Bam! Den wollte ich ja nicht machen. Na komm. Speichern wir mal. Wenn Kratos nicht einfach die Wand umarmen wollen würde. Es nervt echt so mit dem Stick. Ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie korrigieren kann. Also gar nicht wahrscheinlich. Und irgendwie original PS3-Controller werden nicht mehr verkauft, glaube ich, das Gefühl. So doof. Einfach nur da. Ihr merkt es richtig. So zack, zack, zack. Ich kann nicht straight nach rechts laufen. Das ist so dumm. Wie links scheine ich auch so einen kleinen Totenwinkel zu haben. Weil da manchmal irgendwie so kurz nur langsam läuft. Aber es ist immer rechts. Es ist immer rechts, oben rechts irgendwo. Auch bei PS4 habe ich genau den gleichen Fehler. Bei der PS5 jetzt auch schon so langsam. Es ist einfach nur noch anstrengend. Ich weiß nicht genau, was Sony da irgendwie verkackt, warum es immer da ist. Das kann ja irgendwie nicht sein. Aber es ist so. Und das fuckt mir immer unnormal ab. Ja komm, bevor ich da reingehe und es nichts mehr gibt. Hol ich mir erstmal die Truhen hier, ne? Feder! Und Orbs! Oh Gott! Meine Stimme! Okay. Da hat sich auf jeden Fall irgendwas bewegt gerade, als ich da reingeditscht habe. Ja. Ah ja, okay. Einmal ein bisschen wild raufprügeln. Ist im Zweifel immer die Lösung in God of War, ne? Ist ja kein... Aua, Geheimnis. Da! Sag mal! Lass mir gar nicht angreifen. Hallo? Jungs, schält mal bitte eure Eier ein bisschen. So. Drei sind mindestens einer zu viel. Hm.
Sag mal. Stop it. Ich mag jetzt den Sound so. Ah, ah, ah. Meine Fresse, Alter. Gut, dann halt so. Ist auch fein. Ey, wie viele rote Kisten es hier gibt, ne? In dem Spiel. Das ist schon insane. Oh. Armor. To break armor, use... ah ja, meine Lieblingskombo. Passt ja. Stimmt, das war ja auch ein Teil 1 der Sache, ne? Dass man das so macht. Was, dann in den Anfangsteilen gar nicht mehr so das Thema war, eigentlich. Wurde. Na. Ein neuer Gegner eingeführt. Schön. Immerhin kann ich den Stick drehen. Immerhin erkennt er das noch, ne? Ja, dann werde ich jetzt wohl damit weiterspielen müssen. Mit dem Scheiß-Stick. Auch echt ein bisschen auf die Eier geht. Man kann es ja mit dem PS5-Controller spielen, aber eben konnte ich viel nichts aussehen im Menü. Und das Problem ist, der war wahrscheinlich als Spieler 2 konfiguriert. Aber das kann ich ja nicht ändern. So, weil ich mit in das Menü zum Umändern mit dem PS5-Controller nicht komme. Es ist alles so anstrengend. So dämlich. Naja, ja, toll, ja. Ich würde gerne nach rechts. Jesus, ey. Kann man doch nicht spielen, ey. Kann ich nicht. Warte mal. Wenn ich jetzt nochmal ändere, vielleicht... Hey. Jetzt ist ja jetzt Spieler 2 drin. Wenn ich jetzt einfach nochmal den PS5-Controller reinstecke. Vielleicht passiert dann was, vielleicht kann ich jetzt spielen. Ja, kann ich sogar wirklich, okay. Da lag es auch am Menü, weil der konnte im Menü einfach nichts machen. So, weil es jetzt noch der Original PS3-Controller ist, wird der auch nicht einfach ausgehen und mich dann wieder komisch wieder laufen lassen. Boah, ich kann wieder nach rechts laufen, herrlich. Es ist alles ein bisschen stressig hier. Aber wir kriegen das schon irgendwann hin. Ich krieg das Spiel schon durchgespielt. Und platiniert. Aber das mache ich privat. Jede scheiß Vase mitnehmen. Oh, warte mal, ich kann upgraden. Increased Damage. Spirit of Hercules. Veiler of Hercules. Aperion Might. Oh, okay. Was ist das denn? Wir brauchen 8750. Oh, nett. Dramatisch. Mehr rote Truhen. Ich gehe auch direkt hin, ne? Bevor man irgendwie aus Versehen den Punkt verpasst und sie nicht mehr holen kann. Will man ja auch nicht. Da kann ich zwar was einstürzen, aber ich gucke erstmal nach rechts. Bestimmt hier noch eine Truhe für, ne, doch nicht. Gib dem Goku ein Auge oder so. Oh, Entschuldigung. I am grateful you have come, Ghost of Sparta. The Titan Atlas has been freed from the pits of Tartarus and has taken my brother Helios from his rightful place in the sky. What does Atlas want with the Sun God? Helios holds within him the power of the sun, a power so great it can destroy the world. It cannot be trusted in the hands of a Titan. Please, take the sun shield from his throne, walk through the gates of Olympus, and you will find me. Hurry, Kratos. Even now, my brother suffers at the hand of Atlas.
Interessant, Atlas haben wir ja in Teil 2 überzeugt, für uns zu kämpfen. Seek Eos in the caves of... Ach, Eos ist das. In the caves of Olympus, and she... Olympus! And she will help you find her brother Helios. Okay. Klingt machbar. Irgendwie. Denke ich. Nix drehen im Kreis oder so. Ist ja insane. Also haben Atlas und Kratos schon eine Vergangenheit. Die dann natürlich in Teil 2, glaube ich, nicht angesprochen wurde. Aber das ist schon in Ordnung. Kam ja auch danach. Und ist ja auch nicht von Santa Monica. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, ob vielleicht irgendwie Writer oder so trotzdem der gleiche ist. Der gleiche. Ich sage einfach mal der gleiche, weil ich glaube, es war schon eine ziemlich männliche Person, die God of War schreibt. Ich weiß ja auch, dass der Creative-Typ, der es halt erfunden hat, irgendwie auch ganz schön, nicht so eine coole Person ist. Glaube ich, ziemlich misogyn und sagt doch, oh, der neue Kratos, so ein Lappen, ey, der kann gar nichts. Das ist nicht mehr das, was ich will, weil damit hat er nichts mehr zu tun. Naja, only the sun shield of Helios can open his temple doors. Ah ja, der Schild, den brauchen wir nämlich auf jeden Fall, egal, später. Was wollte ich gerade sagen? Hab ich vergessen. Ja, aber nichtsdestotrotz, God of War Spiel mag ich halt schon, ne? Muss man halt distanziert betrachten. Aber das ist jetzt auch gerade nur so, was ich glaube ich mal so gehört habe. Also das ist jetzt keine Bestätigung. Vielleicht ist es auch der netteste Mensch der Welt und ich habe irgendwie mal was falsch aufgelesen und irre mich und betreibe hier Cancel Culture, wo sie nicht hingehört. Ich weiß es nicht genau. Was ist denn das hier? Only the Sun Shield. Achso, ja. Ja gut, ne? Dann gehe ich jetzt auch links hoch hier, wenn das geht. Dann kann ich hier noch was kaputt machen. Oh, das ist eine Truhe. Ja gut, ich wollte gerade sagen, fies versteckt, aber wenn man da richtig hingeht, dann sieht man es auch. Jetzt sehr gerne mal wieder so ein bisschen hier Gorgonaugen oder Federn, weil ich möchte sie alle gerne sehr schnell komplettieren. Also überhaupt komplettieren. Aber gerne auch schön schnell, damit ich auch mehr... Ne, rote Orbs kriege und so. Ihr wisst schon. Speak of the Devil. Aber wie viele rote Kisten es in dem Spiel gibt, ist ja wirklich krass. Also das war halt in den anderen Teilen nicht so viel. Ich frage mich, ob es überhaupt weitergeht. Da ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Da kann ich hin weiter. Nee. Ja, den Helios-Schild muss man jetzt auch finden, ne? Die kann ich nicht kaputt machen hier, oder? Nee, da passiert gar nichts. Das ist das da der Helios-Schild und ich kann ihn mir einfach schon grabben hier. Ich bin etwas verwirrt, möchte ich sagen. Simple Doors, ja, ich weiß. Der ist doch da oben drin, oder nicht? Also sieht voll so aus, finde ich. Achso, warte mal. Ach, okay. Gewalt ist mal wieder eine Lösung. Wie in echt. Ach toll. You've acquired the Sun Shield. Sehr schön. So, mit dem können wir jetzt auf jeden Fall, genau, to parry, tap 1 immediately before the enemy connect. Und da würden wir 50 Mal machen für eine Trophäe. Ich weiß nicht, ob das gerade schon zähle. Achso. Nee. Ja doch, ich glaube, dieser Zurückschlag ist schon richtig, oder? Weil wenn ich jetzt so einfach nur getroffen werde... Ja gut. Ja, dann passiert das. Ja, okay, das war schon das Richtige. Ganz ehrlich, ich fahre mir das jetzt immer ein bisschen... Jetzt verlassen wir nicht alle 50, ne, aber... Na mal, lass mich mal kurz wieder hier in die Mitte. Nur so ein bisschen zumindest. Damit ich da später gar nicht mehr drauf achten muss. Weil ich bin ja nicht so der
auf Abwehrspieler eher so ausweichen, wobei ich doch das nicht nutze. Ich klopfe einfach nur dumm rein, das ist mein Geheimnis. Zählt das jetzt für beide? Ja, komm, reicht erstmal. Naja, kann ich ja versuchen, ein bisschen darauf zu spielen. Krieg ja ganz schön auf die Fresse. Apropos auf die Fresse kriegen. Okay. Alter. Oh, hoppala. Das war dumm gerade. Einfach die falsche Taste gedrückt. Bam! Ich will da nicht mitkommen. In die Lüfte. Okay, mal gucken, was wir jetzt machen können. Ich weiß, was wir jetzt machen können. Wir können die Folge beenden. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann mal hier weiter um. Jetzt haben wir auch den Sun Shield. Mal gucken, wenn ich jetzt weiter einfach immer bei jedem Gegner so ein bisschen einfach das grinde, dann haben wir die Trophäe wahrscheinlich ratzfatz fertig. Ja, ne? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.